So Leute, das ist so ein traumhaft schöner Park. Da weiter hinten, ungefähr 300 Meter, ist so eine riesengroße Tempelanlage. Sehr schöner Park, so ein Wasserkanal, wo Boote fahren. Wirklich, wirklich sehr schön. Bin sehr begeistert von Japan und von Osaka. So nette Menschen, so offen, so herzige Menschen habe ich noch nirgends erlebt. Und richtig so für mich als Kampfkünstler mit diesem Respekt und so, da siehst du hier Wahnsinn. Da kannst du sehen hinten. Da stehen mindestens 10, 15 so ältere Japaner mit so riesigen großen Kameras, so riesengroßen Objektivs und tun die Vögel beobachten, fotografieren und so. Das ist halt so Hobbys von den alten Japanern. Jeder hat so ein großes Gerät. So, liebe Kampfkunstfreunde, ich habe jetzt so ein super ruhige Plätzchen gefunden in diesem traumhaften Park in Osaka. Heute will ich dir zeigen zwei Techniken. Eine mit Messer, eine mit Stock. Und es ist eigentlich gedacht für Leute, die alleine trainieren wollen. Ja, das ist sowas wie ein Drill, aber wo du lernst, richtig dynamisch mit Messer umzugehen und mit Stock, wieder wo ganze Körper, ganze Hüfte mit einbezogen sind, weil das ist ganz, ganz wichtig. Es sind einfache Techniken, sehr dynamische Techniken und da lernst du einfach schnell und dynamisch schlagen oder mit Messer und Stock umzugehen. Okay, das war mir einfach ganz, ganz wichtig, so Basics zeigen, okay? Okay, als erstes lernen wir das auf der Stelle, im Stand, ohne Schritte. Dann zeige ich dir das ein bisschen weiter. Ich nehme wieder ein Spy Grip und jetzt, was wir jetzt machen, ist Schnitt, Beispiel am Bauch, okay? Bauch, Bauch. Von unten nach oben, einhaken, hinten, greifen, Knie und zurück. Das heißt noch einmal, 1, 2, 3, einhaken, Knie. Und zurück, okay? 1, 2, 3, einhaken, Knie und zurück. Schön dynamisch, schau mal. 1, ein bisschen weiter. 1, 2, 3, 4, einhaken, bumm, Knie. Und jetzt zeige ich dir die zweite Variante. Und zwar dynamisch. 1, 2, 3, einhaken, Knie, zurück. Und jetzt mit dem vorderen Fuß mache ich einen leichten Schritt auf die Seite, okay? Und jetzt wieder. 1, 2, 3, 4, Knie. Und zurück. Und jetzt drehen wir uns wieder. Okay? 1, 2, 3, 4, Knie und zurück. Und so ganze Zeit kannst du im Kreis kämpfen, okay? Das ist eine sehr dynamische Übung. Und da merkst du wieder, das ist nicht das, so wie viele machen. Auch gute Kampfkünstler mit Messer, irgendwelche Drills. Und alles machen die nur aus den Händen. Da ist kein Power drin. Das heißt noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, Knie, auf die Seite, 1, 2, 3, 4, Knie und zurück. Und schau, auch waffenlos, 1, 2, 3, 4, boom. Da trainierst du schon waffenlos, auch wenn kein Messer in der Hand hast, okay? Einfach nur umdecken, 1, 2, 3, Apaka, da, Hammerfist, greifen, Knie und zurück, hier, greifen. Und zurück, okay? Ganz einfach, ganz easy, einfach Basics mit Messer. So, jetzt sind meine zwei gute Freunde an der Reihe. Wieder so ein Basic Drill mit Stöcken. Und das bringt dich dann wieder auch waffenlos weiter, weil du wieder lernst, deinen ganzen Körper einzusetzen, ja? Ich bin so ein großer Befürworter, wie man sagen kann, wenn du schon kämpfst, wenn du schon mit irgendwelchen Schlägen kommst, dann richtig, aus dem ganzen Körper. Egal, ob du mit Messer trainierst, weil ich kann nicht waffenlos schön aus dem Körper schlagen und dann nehme ich Stock in die Hand, mache ich irgendwas nur aus den Händen oder nehme ich Messer in die Hand und stehe ich starr wie irgendeine Säule, okay? Das ist komplett falsch von mir aus her, ja? Wenn irgendeiner sagt, es ist gut so, man braucht nicht ganzen Körper einsetzen, dann soll es so trainieren. Bei mir nicht, okay? Deshalb würde ich dir gerne zeigen auch ein paar Sachen mit dem Stock. Und zwar, wir nehmen die Stöcke jetzt so, ja, aber das ist so ein Drill, ja. Als erste, rechte Hand ist in der Power Position, linke Hand ist hier unten. Das heißt, die linke Schlag am Ellenbogen zieht durch und gleichzeitig kommt oben ein Schlag, okay? Und wieder umgekehrt, wieder auf die andere Seite. Ellenbogen, oben, okay. 1, 2, 1, 2, okay? 1, Ellenbogen, Kopf, Ellenbogen, Kopf, okay? 1,
zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins. Schau, wie sich der Körper dreht. Zwei, eins, zwei, okay? Okay? Und selbstverständlich kannst du das hier auch super als Block einsetzen. Wieder ins Waffenlose umdenken, okay? Hier, okay? Schau, eins, zwei, Block, Schlag, okay? Oder hier und dann kontern. Dasselbe auf die andere Seite. Kannst blocken hier, gleichzeitig in den Bizeps, gleichzeitig in den Kopf. Oder Block mit Ellenbogen. Hier, okay? Hier, hier. Alles umsetzen ins Waffenlose. Das heißt, eins, zwei, eins, zwei und so weiter und so fort. Ganz, ganz einfache, simple Techniken, die dich aber dann viel weiterbringen. Deswegen habe ich in meinem Kampfkunst-Online-Programm, das sehr gut vorankommt und die Leute schreiben ständig, dass die das super finden für so einen Preis, so viel Wissen in einem Video, weil das ist mehrstündiges Material und deshalb habe ich auch Stocktechniken reingegeben, so ähnliche Sachen, einfach dynamische, einfache Sachen. Das alles, was du mit dem Stock machst, kannst du super ins Waffenlose umsetzen und gerade durch den Stock habe ich gelernt, wie sich der Körper am richtig bewegt. Und dann gebe ich diese Power auch ins Waffenlose, Messer und so weiter und so fort. Aber in dem Programm ist auch extra Messerprogramm. Das sind eigentlich drei Module. Und ich hoffe, dieses Video hat es dir gefallen. Das war so ein kurzeres Video. Das heißt, nicht vergessen, mit dem Messer, ganze Körper, oben einhaken, Knie und dasselbe waffenlos. Bam, 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 bam. Das heißt, du kannst das sofort umsetzen mit Stock Detto. Ganze Körper, waffenlos gehst du hier, hier oder hier, bam. Okay, immer schnell umdenken und noch einmal, nur das, was einfach ist, funktioniert auch auf der Straße. In diesem Sinne, mach's gut, euer Marek, wir sehen uns wieder. Ciao.